Hallo Jut, willkommen zu einem neuen Video mit mir, den Galvatrans. Und der Bucky Bear. Hallo, ja, heute unboxen wir drei neue Spiele. Und zwar einmal Halo Reach, gibt es nur für die Xbox 360, El Shaddai als Session of the Marathon oder sowas. Und Prototype, gibt es auch beide für die PS3 und ich glaube auch für den PC, genauer kann ich es nicht sagen. Und am Ende dieses Video grüßen wir wieder ein paar User, beziehungsweise empfehlen die, schaut dann mal vorbei. Ja, und ich übergebe den Totti. Ja, wie er gesagt hat, unboxen wir heute Prototype, El Shaddai und Halo Reach, El Shaddai Ascension of the Metaron, glaube ich, irgendwie sowas. Ja, vom Prototype gibt es ja auch einen zweiten Teil. Warum habe ich mir den erst gekauft? Weil ich mir nicht sicher bin, ob Prototype auch wirklich was für mich ist. Und ich habe jetzt die Xbox-Fassung ganz günstig geschossen. Da dachte ich mir, nehme ich die erstmal mit und dann kaufe ich mir den zweiten Teil, weil der mir auch gefällt. Du hast dir das geschossen? Wie muss ich das noch? Verschau ich denn so? Totti! Wie konntest du nur denken an mich? Was machst du da für einen Scheiß? Nein, war nur Spaß. Also von Cover sieht der Typ gefährlich aus. Ja, ich glaube, das ist, wie heißt der, Alex? Alex Menzer. Ja, da, ich, so viel ich weiß, ist da alles mutiert in dieser Welt. Und dann ist Armee mit Panzer und so. Und ich glaube auch, wir wird ja hier von irgendjemandem gejagt, den spielt man dann im zweiten Teil. Also das Spiel geht zu einem Player, braucht 128 kW, HDTV 720p bis 1080p und Dolby Digital. Ja, Console and Become, Console on You at Time, Take Off, I Press Assault, ich kann das alles nicht, ich kann kein Englisch, deswegen lasse ich das mal. Machen wir das mal auspacken. Ja, wie gesagt, das Spiel gibt es auch für die PS3. Und ja. War ja, glaube ich, auch sogar erfolgreich, das Spiel. Der zweite weniger und ich glaube, es kommt kein dritter Teil mehr. Activision muss Millionen Spiele verkaufen, um als Erfolg zu sehen. Also die Disc sieht schon mal cool aus, finde ich. Ist zwar schlicht, aber irgendwie hat's was. So, dann die Anleitung. Oh, eine Anleitung. Ich sag mal farblos. Ja, aber ist in Ordnung. Ist ja jetzt viel Text drin, kaum Bildchen, aber naja. Besser als nicht, aber gut riechen tut's. Oh, das sieht ja voll in die Nase. Aber riecht geil, oder? ja, bevor ihr fragt, das Papier mache ich später ab hier, diese Klebeteile. Ja, dann El Shaddai, das habe ich auch für die PS3. Das hat mich auch nur, ich glaube, 9 Euro gekostet. Musste nochmal, so Spiele müssen unterstützt werden. Und deswegen nochmal gekauft. Ist ein sehr schönes Spiel. Ich sag mal immer so eine Mischung aus. Warum geht das denn jetzt hier nicht auf? Eine Mischung aus Jump and Run, Adventure und Hack and Slay. Also drei Sachen in ein. Grafik ist sehr schön. Also so künstlerisch finde ich die. Zwar nicht alles perfekt, aber sieht schon schön aus. Die Welt hat noch keinen Sterblichen gesehen. Diese Welt hat noch kein Schäppchen gesehen. Vielleicht das schönste Spiel, das wir je gespielt haben, sagt UK, offizielles Xbox-Magazin. Erlebe ein Abenteuer, das die verschiedenen Spielelemente zusammenbringt und verschmilzt. Erkunde und kämpfe in 2D wie in 3D. Sogar Motorräder stehen zur Verfügung. Tauche in eine andere Welt, Traumlandschaften ein, gestalte eine künstlerische, revolutionären Stil und gehe auf eine dramatische Reise durch die Version des Spielentwicklers Sawaki Takeyasu. Leicht zu lernen, schwer zu meistern. Erlebe brandheiße Action in Spielen, spielenleichten Erleben und Steuerung. Dank des veränderbaren Schwierigkeitsgrad werden die Gelegenheitsspieler und Profis gleichermaßen angesprochen. Ein Spieler, 966 kW, HDTV 720p bis 1080p, Dolby Digital Unterstützung. Cool. Ja, packen wir mal aus. Na? So, die CD ist, die finde ich, auch wenn da jetzt nicht so viel zu sehen ist. Aber irgendwie hat das was mit dem Mensch im Hintergrund. So, und die Anleitung. Auch schwarz-weiß. Aber die ist schön, weil die hat noch so, okay, so Hintergrundbilder. Hier wird noch viel erklärt. Figuren. Solltet ihr euch kaufen, das Spiel. Das ist wirklich nicht schlecht. Also, ich finde es schade, dass solche Spiele immer ja, Flops sind, weil sie keiner kauft. Aber das ist eine schöne Anleitung. Riecht auch sehr gut. Ja, riecht auf jeden Fall besser als die davor. Das hat ja da eben reingezogen. Da sind mir die Nasenlöcher durchgebrannt.
So, El Shaddai und Halo Reach. Ja, das habe ich mir jetzt endlich auch mal gekauft. Jetzt freut sich bestimmt der Solach das voll im Hals. Der ist ja großer Halo-Fan. Ja, und ich wollte es mir immer holen. Jetzt habe ich es. Jetzt fehlt mir noch ein Halo-Spiel, dann habe ich auch alle Halo-Spiele erstmal. Aber das kommt auch bald, das kann ich euch schon mal sagen. Ja, Halo Reach ab 18, hier steht noch ungeschnitten, also 100% uncut. Jede Legende hat ihren Ursprung. Wir kommen auf Reach, den militärischen Machtzentrum des UNSC und der Heimat der befürchteten Sparta-Supersoldaten. Jahrzehntelang flüchtet sich die Menschheit von der unaufhaltsamen Bedrohung der Allianz, doch nun zeichnet sich die größte Allianzflotte aller Zeiten am düsteren Himmel über Reach. Das noble Team, ausgerüstet mit einem truppigen Arsenal an hochtechnologierten Waffen und Fähigkeiten und mit voller Unterstützung des UNSC, muss sich einer planetarischen Invasion im großen Stil stellen. Das Schicksal der Menschheit hängt an seinen Faden. Kommt es zum Fall von Reach, ist die absolute Vernichtung der Menschheit durch die Allianz nahezu unverwendbar. So. Halo Reach erweitert das Action-Land-Universum mit Inventionen und einigen Charme und viel Bombast. 1-4 Spieler, Kooperationsmodus, 2-4 Spieler, Systemlink 2-16, 720p bis 1080p für Benutzer erstellbarer Inhalt. Ja, das war's eigentlich. Ich habe die Demo gespielt, da kann man sogar Raumschiffe fliegen, das fand ich cool. Hier ist ein Bändecover, das ist noch viel cooler. Die Disc, schlicht, aber gut. Bändecover ändern wir. Ach, wer ändert es jetzt? Das ist doch mal geil wieder. Schönes Bändecover. Hat doch gleich einen anderen Look, oder? Sieht doch schon viel, viel geiler aus dann. Ja, die Anleitung gucken wir uns auch noch mal an. Oh, und Farbe. So muss es doch sein, Microsoft. Waffen werden beschrieben. Controller. Das wären bei vielen jetzt die Anleitung. Du machst auf und siehst das. Ja, so mag ich das. So ist das wunderbar. Riecht auch wieder sehr gut. Ja, kann ich zustimmen. Riecht wieder prima, prima, prima. Leg mal die Anleitung dahin. Hey, vorsichtig, Thorsten. Das warst du. Okay, vorsichtig, ein paar Kilo mehr. Ja, und jetzt wollen wir noch welche grüßen. Ja, mach aber erstmal einen Schnitt, weil da haben wir mehr Zeit und Ruhe. Okay. Ach, es geht weiter. Ja, dann grüßen wir jetzt erstmal den Jan XX Apple. Hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, der Jan, der macht ja so Gameplay-Videos, war so kurz angezockt Videos, auch ein netter User. Verlinkt mir hier, steht hier irgendwo. Irgendwo steht's da. Da mal drauf gehen. Dann den Big S0588, auch ein sehr netter User, der macht Unboxings, noch Let's Plays auf diesem Channel und Reviews und Collection Videos, auch ein sehr netter User. Unbedingt mal vorbeischauen. Dann den KingBlue1703, der unboxt DVDs zu Serien, Filmen, ist auch ein sehr netter User. Den unterstützen wir auch sehr, sehr, sehr gerne und auch mal bitte vorbeigehen, wenn ihr DVDs oder so mögt, weil er macht echt gute Videos. Dann den, halt, wo haben wir es denn hingeschrieben? Thorsten, such mal das Blättchen. Ja, ich suche ja schon. Wir haben uns das alles auf dem Blatt geschrieben. Und, ja, hier hab ich es doch. Dann grüßen, oh, warte, redest du jetzt oder ich, Thorsten? Ja, dann mach du weiter. Dann, mal auf der User, der Eisbär LP. Ja, der macht einen Neustart. Und ja, der hat schon ein paar Videos oben und ein Vorstellungsvideo und angezockt Gameplay-Videos. Auch ein sehr netter User. Könnt ihr ja mal vorbeigehen und gucken und vielleicht gefällt es euch ja. Und dann grüßen wir den oder empfehlen wir den 9S Gaming, den Torben. Nicht Thorsten, sondern den Torben. Ja, der war, ist schon ein langjähriger Abonnent von Galvatrons und der macht jetzt auch Unboxing. Der hat doch schon zwei Videos oben. Einmal ein Vorstellungsvideo und ein Unboxing zu Skyrim. Ja, den unterstützen wir gerne und geht doch mal auf seinen Channel und dann könnt ihr ja mal gucken, ob euch gefällt oder nicht. Ich denke, jeder von diesen Leuten wird sich über einen Abonnent freuen. Über einen neuen. Ja, und dann grüßen wir den, das kannst du machen, Thorsten. Ja, dann grüßen wir den Jolten Joe. Der liebe Jolte Joe, ich habe dir ja versprochen, ich grüße dich mal und ja, hier grüße ich dich, du Nase. Du Sexmaschine. Was? Wieso Sexmaschine? Ist ein Insider. Ist das sowas wie so super sexy? Ja, genau, so ist das. Ja, du wolltest auch mal gegrüßt werden, ist auch ein netter User.
Und ja, immer lustig mit ihm über dieses und jenes zu labern. Manchmal beleidigt er mich auch. Was? Ich kann ihm ein paar nie. Du weißt schon, geh. Ist doch Spaß. Aber er macht sehr, sehr gute Videos. Manchmal Reviews zu spielen und Unboxings zu spielen, die mir auch gefallen. Und da könnt ihr auch mal gerne vorbeigucken und den abonnieren. Oder auch nicht. Aber guckt euch mal seinen Channel an, weil ist es auf jeden Fall wert, mal angeguckt zu werden. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle. Was mit deiner Stimme, Thorsten? Soll ich dir was trinken holen? Nee, geht schon. Ich werde vielleicht krank. Ach Quatsch, du bist ein Filmchen. Man stell dich nicht immer so. Also wir bedanken uns für eure Kommentare und Bewertungen. Geht auf die Stelle, die wir gerade aufgesagt haben. Guckt es euch an und vielleicht abonniert ihr den einen oder anderen. Ich denke, die würden sich freuen, die User. Und wenn ihr auch mal gegrüßt werden wollt, beziehungsweise empfohlen, einfach hier mit drunter schreiben und dann machen wir das im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Schön sauber bleiben. Ja, ich sage euch auch einen schönen Tag noch und ja, kommentiert und bewertet nicht vergessen. Wünsche euch einen schönen Tag, Woche, Abend, je nachdem. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.